Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mini-Warriors. Beim letzten Mal hatten wir uns die 4er-Sternhelden geholt. Hier haben wir sogar noch okay, da ist es, ein Reward. Ein Longbow, dafür, dass wir eine 4-Sterne-Einheit besitzen. Die wollen wir jetzt natürlich auch noch in unserer Ready reinnehmen. Wir nehmen mal weg. Den Azot lassen wir drin, den Parker nehmen wir weg. Achso, die muss ich hier wegziehen, wa? Okay, so. Dafür nehmen wir Seva rein. Was ist denn das eigentlich? Gavin. Okay, das geht gar nicht rein. Das sieht man schon. Wen können wir denn dafür rausmachen? Das ist ja so ein Lanzentypi, wa? Ach, ist eine gute Frage. Vielleicht nehmen wir auch einen Musketiertypi raus. Kann man den erstmal tauschen. Werden wir später wieder reinnehmen, wenn er wieder wichtig ist. Und hier haben wir noch einen Vic. Uff, gute Frage. Mal ganz kurz gucken. Baracken. Genau, Baracken muss es gewesen sein. Gwen gegenüber der hier ist. Was hat er da? Kavallerie. Okay, dann, ich denke mal, das andere Pferd wird auch Kavallerie sein, wa? Genau, das hier, Varian. Genau, würde ich sagen, tauschen wir den mit aus. Also Varian mit dem anderen. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir die Items überhaupt wiederkriegen, wenn wir die wegsetzen, aber ich... Vic mit Varian austauschen. Jetzt haben wir jetzt wesentlich weniger Attack Power, aber das werden wir gleich wieder ausgleichen, indem wir die leveln. Kostet ein bisschen was und ich brauche auf jeden Fall die Items von denen wieder, die jetzt nicht mehr im Team drin sind. Was heißt eigentlich Assigned? Okay, wunderbar. Das sind also die nicht Assigned sind, also nicht im Team drin, ne? Ist schon mal gut. Können wir wegnehmen. Weg damit. Ich klaue dir das jetzt alles. Und dann schauen wir, wie wir das hier geben können. Azad hatte ja schon. Dann geben wir Seva den Bogen. Achso, haben wir sogar zwei Longbows. Ist ja auch nicht schlecht. Dem werden wir natürlich keine Battle Axe geben, sondern ein Longbow. Einmal von der Logik her geben wir was. Und Gavin kriegt auf jeden Fall die Battle Axe. Das passt wirklich zu ihm. Defense-mäßig braucht er was? 77 Defense? 100? Ja, die sind einfach ansonsten ganz gut ausgerüstet. Ich würde auf jeden Fall dem Gewehen was geben. Geben wir dem Mail of the Beer. Ah, hier war sogar ein Ring. Attack und 37 und Defense 7. Dann geben wir auf jeden Fall dem noch das dazu. Der muss wahrscheinlich... 465 macht der meisten Schaden? Ne, noch nicht ganz. Alles noch nicht aufgelevelt, wirklich. Und vor allem mir noch ein paar Vic. Genau, Vic braucht auch noch was. Der kriegt sowas hier. Hatte ich aber nicht in der Waffe gehabt. Ne, habe ich alle weggegeben. Na gut, ist ja egal. Train können wir erst ab Prestige Level 20. Skills. Könnten wir theoretisch was Besseres machen? Gute Frage. Increase your Defense, ne? Das ist ja Käse. Die ganzen Lowies brauchen wir da eh nicht upgraden. Brauchen wir drei dafür, ach du Scheiße. Gut, dann werden wir... Gehen wir Seva das dazu. Zack, geupgradet. Und jetzt geht's mit den Skills weiter, mit den Leveln weiter. Jetzt haben wir genug hier, ne, immer noch nicht. Ich muss ja die ganz kurz noch leveln. Ach Mensch, hier muss man so viel machen, wenn man einmal sein Team umstrukturiert, ist der Wahnsinn. Wir werden hier gleich bei allen leveln, die Dinger hier. Kostet echt viel Gold, muss ich sagen. Aber ich glaube, das lohnt sich schon. Wesentlich mehr Leben dazu. Man sieht ja auch immer, dass ich kaum immer Leben verliere. Ich muss noch ein bisschen mehr Gold farmen, aber das passt schon. Irgendwann wollte ich ja sowieso mal gucken, ob die Challenges wirklich das heißen. Achso, das sind die Pikniere von ihm, okay. Ob die Dings das heißen, dass man wirklich nur so oft dieses Level machen kann. Und Vic ist auch noch, genau. Nochmal 4000 Gold weg und der Rest ist nicht mehr hier drin. Ne? Dann schauen wir, wie viel Gold haben wir noch. Ja, 96.000, also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, ne? Da machen wir dem Elite-Level weiter, da kommt der Boss direkt schon. Und mal gucken, ob wir den besiegen können. Ich denke mal, das wird kein Problem sein. Wie viel Attack-Power habe ich jetzt? Über 6.000 wieder? 6.462. Den will ich mal ganz kurz... Stimmt, der muss ja nach vorne. Ne, lass ihn mal hinten. Lass ihn mal hinten. Ist wunderbar. Passt alles. Die werden das schon hinkriegen.
Der steht nur doof da, da oben. Der Brutal Stomp haben die gerade benutzt gehabt. Rain of Arrows, aber die Gegner sind so am Schmelzen. Und da ist die Demon Attack gewesen. Sah das geil aus. Gleich mal auf ihn ein bisschen drauf gucken. Also, die Angriffe sehen auch nicht schlecht aus. Die schwingen mit ihren Pikinieren hier rum. Und mit ihren Piken. Pikiniere heißen die und Piken sind die Waffen, die sie dabei haben. Schade, kein Demon-Dings nochmal gezeigt. Können wir beim nächsten Part gleich nochmal gucken. Kampf nochmal gucken. Ich denke mal schon, dass sie die jede Runde einsetzen werden. Ah, leider kein Schriftrolle dazu bekommen. Echt ärgerlich. Echt ärgerlich. So, Next Stage. Die sind schön aufgelevelt. Zwei Level jeweils hoch. Dann zeigt, was ihr drauf habt. Hua. Haut rein. Zeig mir deine Demon Attack. Der will wohl nicht. Oh, zwei Rain of Arrows. Das ist bitter. Die beiden Schützendings dann nebeneinander zu stellen, ist wirklich gut gewesen. Alter, die werden so zerschmelzt. Die werden so durchlöchert sozusagen. Piu. Richtig bitte diese Bogenschütze. Und zweimal Rain of Arrow. Die gehen da noch nichts zu lachen bei dem Pfeilhagel. Ach schade, ich wollte meine Bombe noch werfen. Schon wieder nichts an Loot bekommen. Mann, gibt's doch nicht. Dann schauen wir bei der Next Stage vorbei. Viel Energie sollten wir aber auch gar nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob wir die Elite Level noch zu Ende kriegen. Müssen wir gleich mal gucken. Oder ob wir da vorher kurz noch unterbrochen werden. Genau, da ist ein Boss wieder. Sag ich mir, irgendwann muss man wieder ein Boss kommen. Oh, zeigt mal eure Skills. Nee, nicht der Gegner. Unsere Skills. Da ist Rain of Arrow. Piu. Oh, das ist schon wieder ein Gigant. Ist aber nicht nett von dir. Eine Feuerbombe. Los, Dämonenangriff da hinten. Au, eine Bombe. Ach so, jedes Mal, wenn der Gegner Moral benutzt, sag ich die Moral wieder. Das ist natürlich auch interessant. So kriegt man die also wieder. Zumindest wenn ich dafür angegriffen werde anscheinend. Ich habe ja gerade Moral wiederbekommen, sonst hätte ich ja den zweiten Skill gerade nicht benutzen können. Spannend. Da ist die Demon Attack gewesen. Krass, Alter, das sieht so heftig aus. Leider kann man das nicht wirklich sehen, weil die Gegner immer so schnell umfallen. Rain of Arrow. Na, die haben schon ein bisschen mehr Schaden gemacht, also weil es sich gerade weniger. 57 Sekunden hat es gedauert. Ich weiß gar nicht, wo konnte man das sehen, wie viele Sekunden man brauchte. Ich glaube, das konnte man irgendwo sehen. Ich glaube, unten links, wenn man im Kampf drin ist. Wir haben noch 26 Energie. Wir können also noch ein bisschen was machen. So, siehst du, hätten wir sogar einen Schlüssel bekommen können. Einen Wooden Key und ein Plate Mail. Aber hier kriegen wir wieder zwei Flawed Pitchfork. Dann greifen wir mal an, würde ich sagen. Die brauche ich alle, um meine Squad-Size zu erhöhen. Hätte ich dann doch schon gerne mal. Einmal, dass ich dann irgendwann 5000 Einheiten habe. Oh, von der Attack Power her. Scheiße, die sind Level 21. Was ist mit denen verkehrt? Von der Attack Power her sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Aber die sind Level... Wahnsinn. Aber die hauen schon ziemlich rein, muss ich sagen. Das ist krass. Guck mal, ob das wird. Also von dem vom Damage her sind wir in etwa gleich, würde ich sagen. Zwar machen wir gerade noch mehr Schaden, aber ich glaube, das heißt noch nicht wirklich was. Ah, die Demon Attack, die ist so heftig, man. Die sieht auch so geil aus. Wenn da so ein Dämonenkopf. Weiß ich, ich glaube, da war immer ein Dämonenkopf, ne? Der dann da gerade gezeigt wird. Da ist Demon Attack. Ne, doch, ne, einfach nur eine Riesenflamme. Rain of Arrow. Also dafür, dass wir wesentlich fast gleiche Attack Power hatten, gehen die Gegner ziemlich schnell down. Aber es ist halt wirklich wegen unseren AOE-Angriffen. Dieser Rain of Arrow und dieser Demon Attack ist richtig, richtig gut. AOE ist einfach immer beste. Also ihr Flächenschaden, ne? AOE ist Flächenschaden. Area of Effect. Falls die Leute sich immer fragen, über was ich rede hier. Rain of Arrows. Okay, noch zwei Einheiten. Ja gut, noch nicht mal zur Hälfte haben sie uns gekillt. Aber Vorsicht, wegen der einen Minute. Warum geht der Kampf immer noch weiter? Killt ihn nochmal. Ich glaube, ich gebe nur zwei Sterne, wa? No, nur zwei Sterne. Okay.
Wir müssen nach Hause. Wir können in dem Elite-Level nicht weitermachen. Wird langsam zu schwer. Da müssen wir später nochmal vorbeikommen. Ist halt Elite-Level, ne? Das wäre die Challenge auf jeden Fall. Vielleicht kann man. Ja, das ist natürlich doch so, auch doof, wenn man das maximal nur 5-mal machen kann. Hat man dann sozusagen 5 Versuche, um hier 5, 3 Sterne zu kriegen. Das ist heftig. Gut. PvP wollte ich letztes Mal gucken. Okay, der Require Prestige Level 30. Von nun an verkaufen wir wertvolle 5 Sterne hartes Equipment. Wow. Wo ist denn der Shop? Ah, da unten Shop. Zeig. Ah, da, what the fuck. Hartes Heavy Boots, hartes Armor, hartes Sickle, hartes Helmet, hartes Ring. Alter, was gibt's denn da bitte für ein krasses Zeug? Ah, hier könnte man sich sogar das Zeug kaufen, ja, für die Equip-Dinger da. Es gibt sogar Available-Dinger. Available 18, 18 nur verfügbar. Okay, auch noch limitiert, ist ja krass. Jetzt könnte man theoretisch solche Bücher kaufen, das Erfahrungsbücher. Lass ich aber mal. Und chestmäßig müssen wir alles mit Gold, mit Echtgeld kaufen oder mit Echtgeld die Währung kaufen. Die man auch kriegt, aber halt weniger seltener. Also hier 10, 30, 50. Da unten gibt es sogar noch eine Kugel. Oh, Charging Orb. Bekommt sofort 120 Energie dazu. Das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir, gefällt mir. Insgesamt gibt es hier in diesem Monat 2 Grale wieder mal. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schon auf jeden Fall morgen hier haben wir so ein Arm of the Dragon. Richtig viel Defense dazu. Ein bisschen Attack und wenig Luck. Aber gut, das machen wir dann morgen im nächsten Part von Mini Warrior. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Bye bye.